Leute, mein Name ist Lina und herzlich willkommen zu meinem Best-of-Shorts-Video. By the way, bald kommt ein mega nices TSB-Video raus. Also, bleibt gespannt. Wenn man seinen Dad fragt, woher eigentlich Kinder kommen. Dad, wie wurde ich eigentlich geboren? Du wurdest von einem Storch auf die Welt gebracht. Nicht dein Ernst, Dad. Es gibt so viele schöne Frauen da draußen und du bist einfach ein Storch? Mann, bist du ekelhaft. Ich glaube, sie hat mich falsch verstanden. Das allen bekannte Ritual vor dem Einschlafen. So, typisch Mütter. Mom, weißt du, wo mein Handy ist? Woher soll ich bitte schön wissen, wo dein Handy ist? Naja, keine Ahnung, du hast doch gestern mein Zimmer aufgeräumt. Ah, du meinst in deinem Schweinestall? Weißt wohl nicht, was du dazu sagen sollst, ne? Mom, ich habe dich nur gefragt, wo mein Handy ist. Es könnte ja sein, dass du es irgendwie beim Aufräumen weggelegt hast. Na, wenn es so ist, dann habe ich es ganz bestimmt dorthin gelegt, wohin es auch gehört. Okay, und wohin soll dein Handy bitte schön gehören? Oh Gott, was hättet ihr nur ohne mich getan? Und es geht wieder los. Sag mal, bist du blind oder was? Hier ist es doch. Wie wäre es denn damit, ab und zu mal den Kopf einzuschalten und ein bisschen logisch zu denken? Logisch? Okay, ich gebe einfach auf. Diese eine schreckliche Situation vor der Kasse. Wenn man einfach zu klein für diese Welt ist. Entschuldigung, haben Sie vielleicht Bücher über Diskriminierung von kleinen Menschen? Ja, dort ganz oben links in der Ecke. Ah, danke. Aber ich komme da nicht ran. Wenn man auf einmal Gedanken lesen kann. Was kann dieses Mädel überhaupt, außer den ganzen Tag auf dem Sofa rumzugammeln? Oh mein Gott, ich kann die Gedanken anderer Menschen hören. Mom, darf ich heute bei Marie übernachten? Nein, darfst du nicht. Hättest du wenigstens bitte gesagt, dann würde ich auch vielleicht ja sagen. Mom, bitte. Okay, Schätzchen, du darfst heute ausnahmsweise mal bei Marie übernachten. Ja, ich bin eine verdammt coole Mutter. Oh, Dad. Dad, kannst du mir etwas Taschengeld geben? Nein. Hör auf, hier zu fluchen. Oh mein Gott, Dad! Kannst du etwa auch Gedanken lesen? Lass es uns doch mal testen. Okay. Du hast Hausarrest. Ab in dein Zimmer. Ach, Mann. Oh. Mein typischer Tag. Etwas komische Mitschüler. Hallo Kinder, das ist unser neuer Mitschüler Felix. Hallo Felix. Oh, Felix, ich bemerke, dass hier noch steht, dass du davon träumst, ein Außenreporter zu werden. Echt cool. Felix, möchtest du uns vielleicht noch etwas über dich erzählen? Felix? Na gut, daneben nicht. Du kannst dich schon mal... Hallo, Herr Müller. Hallo, Klasse. Mein Name ist Felix und ich komme aus Hamburg. Oh, Junge, er eignet sich sehr gut für den Job. Wenn Zocken für dich wichtiger als alles andere ist. Okay, du bekommst die PlayStation 5, aber dafür möchte ich... Deine Seele haben! Gut. Warte! Du willst jetzt wirklich deine Seele gegen irgendein Plastikding tauschen? Ja. Ich weiß, ich bin böse. Aber überleg dir bitte noch einmal, ob dein Leben wirklich so wertlos ist. Bekomme ich auch zwei Controller dazu? Ich bei einem Vorstellungsgespräch. Ihr Monatsgehalt wird erst 2700 Euro brutto betragen, aber schon etwas später wird es sich um einiges erhöhen. Oh, das hört sich ja super an. Na dann... Ciao.
Wohin gehen Sie jetzt? Na, nach Hause. Ich komme dann einfach etwas später vorbei. Wenn deine Eltern dir etwas verheimlichen. Nein, ich kann das nicht noch länger verheimlichen. Sie ist schon groß genug, um die Wahrheit zu erfahren. Bist du dir sicher? Wollen wir vielleicht doch noch ein paar Jahre abwarten? Nein, Christine. Sie muss es wissen. Ach, okay. Lina, ich muss dir was erzählen. Oh mein Gott, Dad! Du kommst immer so unerwartet rein. Du hast mich richtig erschreckt. Lina, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Dad, sag es einfach direkt. Okay, du hattest mal einen älteren Bruder. Moment mal, hattest? Was soll das bitte schön heißen? Naja, er wollte uns nie im Haushalt helfen. War ständig nur mit seinen Freunden unterwegs. Und wenn er zu Hause war, dann hat er nichts weiteres gemacht, außer zocken und TikTok schauen. Und eines Tages waren wir im Wald spazieren. Haben ihn dann einfach dort gelassen und sind weggefahren. Aber ich bin ja ganz vorbildlich. Bei mir ist doch alles okay, oder? Ich gehe dann mal. Oh mein Gott! Dein Plan hat ja tatsächlich funktioniert. Habe ich doch gesagt. Interessant, wann wird sie checken, dass wir sie verarscht haben? Keine Ahnung. Wollen wir vielleicht eine kleine Wette abschließen? Na klar, Manfred, gerne. Ein paar Fakten für euer Allgemeinwissen. 5 Gründe, warum Selbstbefriedigung mega gefährlich ist. Erstens, Vergesslichkeit. Man wird dadurch sehr vergesslich. Zweitens, warum ist die Kamera an? Komisch. Diese 2 typischen Mädchen aus deiner Klasse. Oh mein Gott, Emily, ich habe schon wieder irgendein gruseliges Bild von einer unbekannten Nummer erhalten. Jacqueline, hast du vielleicht deine Frontkamera eingeschaltet wie letztes Mal? Nein, Emily, ich bin noch nicht stupid. Mein IQ ist ziemlich hoch. Na, dann blockier doch einfach die Nummer. Obwohl, nein, warte mal, ich glaube, das ist irgendeine Spendenreaktion. Spendendeduktion? Ach so, dieses Ding, wo man Geld sammelt, ne? Ja, genau, Emily. Schau dir dieses arme Mädchen mit dem Pickel an. Das ist ganz bestimmt irgendeine schreckliche Entzündung oder so. Wir müssen ihr unbedingt helfen. Komm, zeig her, Baby Girl. Jacqueline, das ist kein Mädchen und auch kein Pickel. Du hast schon wieder einen Dickpick erhalten. Was? Really? Unbelievable. Und ich dachte, das ist eine angeschwollene Klitoris oder so. Ich hab dir gleich gesagt, Jacqueline, Kontaktlinsen bei Wish zu bestellen ist eine very bad idea. However, aber weißt du, Emily, dieses Bild ist ganz bestimmt ein Hilfeschrei. Was für ein Hilfeschrei, Jacqueline? Bist du crazy geworden? Na, diese eine Spendenredaktion. Der Typ sammelt so Geld für eine Vergrößerung zu P und das Bild schickt er als Beweis rum, um zu zeigen, wie dringend er das Geld braucht. You know, Jacqueline, du hast so recht. Lass ihm doch dabei helfen und das Bild mit dem Link zu seinem Account in unseren Stories teilen. Ja, Emily, wir sind very good people. Er wird uns ganz bestimmt dafür dankbar sein. I know, Jacqueline. I know. True shit. Diese Situation, bei denen man sich fast in die Hose scheißt. Angst ist, wenn du beim Einkaufen eine einzelne Weintraube klaust und dabei Blickkontakt mit dem Verkäufer aufnimmst. Wenn du direkt nach deinem Dad auf die Toilette gehen musst. Wenn der Friseur beim Haare schneiden, ups, sagt. Wenn jemand in deiner Galerie durch die Bilder swiped und du nicht weißt, welches Bild als nächstes kommt. Wenn man doch nur einfach Durst hatte. Warum einige Menschen nicht gerne einkaufen gehen. Der Kühlschrank ist immer noch leer. Ich dachte, du wolltest heute einkaufen gehen. Ja, da ist was dazwischen gekommen. Aber natürlich. Ich weiß doch ganz genau, warum du nie einkaufen gehen willst. Ach, wirklich? Ja. Die Lebensmittel, die du im Supermarkt siehst, schwächen dein Selbstwertgefühl. Hä? Was meinst du damit? Na, pass auf. Knäckebrot ist knackig. Und du? Nicht. Joghurt ist fettarm und du nicht. Erbsen sind jung und du nicht. Donuts sind zum Anbeißen und du nicht. Shireen Davids Eistee ist unter Mädels beliebt und du... Hör auf damit! Diese typische Situation, wenn man sich auf eine Klassenarbeit vorbereiten muss. Ich check irgendwie gar nichts mehr. Ey, fang ja nicht damit an, ich muss jetzt unbedingt lernen. Ach komm schon, lass uns lieber schlafen gehen. Nee Mann, ich bin noch nicht mal mit der ersten Seite fertig. Ja klar, ich sag ja nichts. Ich meine nur, wenn wir jetzt schlafen gehen und morgen früh frisch und munter nochmal alles durchgehen würden. Ich weiß nicht, ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Dude, ich sag's dir, wir müssen einfach schlafen gehen. Und morgen stehst du etwas früher auf und wirst eindeutig besser lernen können.
vor mir. Okay, vielleicht hast du ja auch wirklich recht. Aber sicher habe ich recht. Komm jetzt. Am nächsten Morgen. Bro, wir haben so verkackt. Wir haben komplett alles verkackt. Was wollen wir jetzt überhaupt machen? Beruhige dich doch mal. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Geh mir nicht auf den Keks. Hör doch jetzt endlich auf, Panik zu schieben. Ey, hör mir doch einfach zu, wie Gott die Erde erschaffen hat. Einfach nur wunderbar. Gott, wir haben alle Tiere zusammengebaut und allen einen Namen gegeben. Gut gemacht, meine Helfer. Es gibt allerdings ein klitzekleines Problemchen. Welches Problemchen? Naja, Sie wissen doch ganz bestimmt, dass immer irgendwelche Teile übrig bleiben, nachdem man was zusammenbaut. Genauso wie mit der Meteoritenkanone letzte Woche. Hoffentlich wird sie deswegen eines Tages nicht auf die Erde schießen. Ja, so ähnlich. Was ist denn so übrig geblieben? Naja, ein paar Biberschwänze, ein komischer Schnabel und irgendein Rattenkörper. Es wäre echt schade, das alles einfach so wegzuschmeißen. Vielleicht kann man hier die Teile irgendwie an diese Parasiten dran schrauben. Meinen Sie Bandwürmer? Nein, ich meine die mit Defekt, die ich eigentlich gar nicht schöpfen wollte. Keine Ahnung, was Sie meinen. Na, als wir gestern an dem Waschbärengurt bastelten und uns etwas mit der Formel vertan haben. Ach so, Menschen, klar. Ja. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und außerdem haben wir den männlichen Menschen schon Brustwarzen dran gebaut, die uns übrig geblieben sind. Na, dann bauen wir einfach die Ratte, den Schnabel und den Biberschwanz irgendwie zusammen und kreieren ein neues Lebewesen. Und wie wollen wir das nennen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ideen mehr. Vielleicht Schwanztier? Really? Nee, warte, Schnabeltier. Das hört sich wenigstens etwas vernünftiger an. Perfekt! Genau deswegen hasse ich es, irgendwo anzurufen. Bitte gedulden Sie sich einen kurzen Moment. Oh Mann, schon wieder diese nervige Geigenmusik. Ich kann übrigens auch Ukulele spielen. I'm so happy. Moment mal, ich dachte immer, dass diese Musik einfach eine Aufnahme ist. So ein Schwachsinn. Und, wie war's? Super. Und ich hoffe sehr, dass Sie nur zwei Musikinstrumente spielen können. Nope. Oh, okay, das freut mich für Sie. Aber können Sie mir jetzt bitte sagen, warum... I find it very, very easy to be... Es tut mir leid, dass ich Sie gerade unterbreche, aber könnten Sie mir bitte sagen... Gott, ich wollte doch noch fragen, warum mein Internet nicht funktioniert. Oh, wissen Sie, mit technischen Fragen beschäftigt sich mein Kollege, aber ich leite Sie gerne weiter. Danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bitte gedulden Sie sich einen kurzen Moment. Wenn man für Essen einfach alles tun würde. Okay, ich habe schon verstanden, dass du vollkommen besonders bist, aber du verstehst schon, dass ich für diesen einen Wunsch deine Seele haben möchte. Ja. Okay. Vielleicht habe ich dich ja falsch verstanden. Kannst du vielleicht nochmal wiederholen, was dein Wunsch ist? Ich möchte einen Cheeseburger. Du möchtest einen Cheeseburger? Ja. Einen Cheeseburger aus Gold oder Diamanten oder so? Nein, einen Cheeseburger aus Cheeseburger. Also einen stinknormalen Cheeseburger. Ja. Vielleicht könntest du dir ja etwas Besseres wünschen. Was? Naja, sowas wie 1 Million Euro. Eine Superkraft. Nee, danke. Ich habe heute schon ein Schnitzel gegessen. Ein Cheeseburger wird mir vollkommen reichen. Sag mal, hast du mir überhaupt zugehört? Nein. Weißt du, überleg dir das bitte noch einmal gut. Okay? Und? Ja. Was? Ja, genau. Jesus, warum? Weil Cheeseburger halt gut schmecken. Dumme Gedanken halt. Wieso verschieben wir immer alles auf morgen? Wir können es ja einfach auf gestern verschieben und dann haben wir es schon hinter uns. Komische Gedanken so. Und was, wenn Hunde eigentlich nicht bellen, sondern einfach über alles staunen? Wow! Welch ein schöner Mensch, der gerade an mir vorbeiläuft. Wow! Was ein mysteriöser Gegenstand. Wow! Eine Taube. Ist das nicht irgendwie lustig, dass wir die Laptop-Webcam immer zukleben, aber die Frontkamera unserer Smartphones nicht? Verdammt! Interessant. Haben Zugvögel eine Bahncard? Männer haben eindeutig ein besseres Leben als Frauen, weil sie erstens laut der Statistik später heiraten und zweitens früher sterben. Einfach nur perfekt. Ich bin eigentlich nicht faul, ich bevorzuge einfach horizontal zu stehen. Und was, wenn ich aus Versehen 21 Brötchen einpacke und einer Kasse sage, dass es 20 Brötchen sind? Dann heißt es ja, dass ich die Brötchen geklauft habe. Oh mein Gott, ich bin kriminell. Ach übrigens, lasst diesen Emoji in den Kommentaren da, wenn ihr eine lange Version von dummer Gedanken eines Hundes haben wollt. Okay Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls es so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Hier, by the way, gibt es noch 2 weitere nice Videos, also schaut da unbedingt vorbei. Und sonst wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, bye bye. Abonnieren nicht vergessen. Und es wird wieder legendär.